In diesem Video geht es um Mengen und Beziehungen zwischen Mengen und Operationen auf diesen Mengen. Wir beginnen mit der sogenannten Teilmengenbeziehung und betrachten einfach mal diese zwei Mengen. Auf der linken Seite haben wir die Menge mit den Elementen 1, 2 und 3 und auf der rechten Seite haben wir die Menge mit den Elementen 0 bis 5. Die 1, 2 und 3 aus der linken Menge taucht jeweils in der rechten Menge auch wieder auf. Das heißt, jedes Element der linken Menge ist auch in der rechten Menge enthalten. Es besteht hier eine sogenannte Teilmengenbeziehung. Diese Idee wird auch gerne durch sogenannte Venn-Diagramme dargestellt. Dabei benutzt man zur Darstellung der Mengen jeweils Kreise oder Ellipsen. Und die Idee dass alle Elemente dieser Menge, dass das genau die Punkte innerhalb dieses Kreises oder dieser Ellipse sind. Und wenn man so eine Teilmengenbeziehung wie hier darstellen möchte, sieht man an der Stelle, dass alle Punkte der Menge B in der Menge A liegen. Also diese Ellipse B ist komplett in der Ellipse von A enthalten und deswegen besteht hier die Teilmengenbeziehung, dass B eine Teilmenge von A ist. Das wird durch dieses Venn-Diagramm ausgedrückt. Das Ganze können wir natürlich auch einmal formal definieren. Und wir definieren eine Menge x, heißt Teilmenge einer Menge y, geschrieben x Teilmenge von y, genau dann, wenn jedes Element der Menge x auch in der Menge y liegt. Ganz entsprechend kann man auch den Begriff der echten Teilmenge definieren. Dabei definiert man den so, dass es zusätzlich zu der Teilmengenbeziehung noch ein Element geben muss, was nicht in der einen Menge liegt, aber doch in der anderen Menge. Betrachten wir jetzt einmal die Gleichheit von Mengen. Sicherlich wollen wir diese beiden Mengen hier gleich nennen, weil auf der linken und auf der rechten Seite steht genau das Gleiche. Aber auch diese beiden Mengen hier sollen gleich sein, weil sie unterscheiden sich schließlich nur in der Reihenfolge, in der die Elemente aufgeschrieben sind. Und das spielt ja bei Mengen keine Rolle. Ganz anders sieht das natürlich jetzt aus. Diese Mengen sind natürlich nicht gleich, weil auf der linken Seite haben wir die 42 und damit ein Element, was auf der rechten Seite nicht vorkommt. Diese Idee können wir noch gleich nutzen. Um zu unserer Definition zu kommen, wir wollen zwei Mengen x und y gleich nennen, wenn die Mengen die gleichen Elemente enthalten. Das heißt, wenn jedes Element der Menge x auch in der Menge y enthalten ist und umgekehrt. Reihenfolge spielt hier keine Rolle. Und wenn man genau hinguckt, liefert das schon die Idee, wie man typischerweise Mengengleichheit beweist. Und zwar ist eine andere Formulierung dieser Mengengleichheit auch die, dass man einfach sagt, na gut, zwei Mengen x und y sind gleich, wenn x eine Teilmenge von y ist und umgekehrt y eine Teilmenge von x ist. Das ist genau diese Genau-dann-Wenn-Beziehung, die wir eben in der ursprünglichen Definition schon gesehen haben. Und typischerweise bei den Beweisen, die man macht, beweist man das genau so, dass man zuerst die eine Teilmengenbeziehung beweist und danach die andere. Neben der Frage, ob Mengen gleich sind, ist die nächste spannende Frage, wie viele Elemente die enthalten und ob die eine Menge vielleicht größer ist als die andere. Fangen wir einfach mal mit diesem Beispiel an. Diese Menge hier hat offensichtlich vier Elemente, das ist die Menge A. Diese Menge B hat auch vier Elemente. Das ist ganz einfach, beide haben gleich viele Elemente, die Mächtigkeit der beiden Mengen ist gleich. Wie sieht man das ein? Wir können so eine Abbildung machen. Die ordnet jedem Element der einen Menge, der A-Menge, ein Element der B-Menge zu. Hat die rechte Seite mehr Elemente, dann bekommen wir irgendwann ein Problem, so wie hier. Hat die rechte Seite weniger Elemente, bekommen wir auch ein Problem. Hier werden zwei Elemente aus A auf das gleiche Element aus D abgebildet. Das funktioniert nicht. Wir können also festhalten, dass wir bis jetzt bei diesen zwei Mengen schon gesehen haben, wenn es sich um endliche Mengen handelt, dass die die gleiche Mächtigkeit haben und die gleiche Anzahl an Elementen haben, wenn man so eine Abbildung finden kann, die jedem Element der einen Menge genau ein Element der anderen Menge zuordnet, sodass alle erwischt werden auf beiden Seiten in dieser Abbildung. Das ist ganz wichtig. Wenn wir diese Idee jetzt weiterspinnen und statt der endlichen Mengen mal zwei unendliche Mengen betrachten, dann können wir zum Beispiel dieses Beispiel angucken. Auf der linken Seite haben wir die natürlichen Zahlen, auf der rechten Seite haben wir die Menge aller geraden Zahlen. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, sind die beiden Mengen gleich groß, haben sie die gleiche Anzahl an Elementen oder nicht? Was wir sicher wissen ist, dass die eine Menge, die Menge even, sicherlich eine Teilmenge der Menge der natürlichen Zahlen sind. Weil alle Elemente der rechten Menge sind sicherlich auch in der linken Menge enthalten. Das heißt, da haben wir sicherlich eine Teilmengenbeziehung. Aber wie fällt es jetzt eigentlich mit der Mächtigkeit? Und wenn wir da die gleiche Idee benutzen, die wir vorher schon mal hatten, dann können wir eine Abbildung finden, die jeder natürlichen Zahl genau eine gerade Zahl zuordnet.
Und das ist einfach die Abbildung, die jede natürliche Zahl mit 2 multipliziert. Das heißt, wir ordnen der 0, die 2 mal 0, also der 0 zu, die 1 ordnen wir die 2 mal 1 gleich 2 zu und so weiter. Dann haben wir eine Abbildung, sodass wir jeder natürlichen Zahl genau eine gerade Zahl zuordnen und tatsächlich auch jede gerade Zahl dabei einmal erwischt wird. Und so sieht man, dass tatsächlich in diesem Sinne die Mengen gleich groß sind. Man sagt, sie haben die gleiche Mächtigkeit, weil man eben eine solche Abbildung finden kann. Dieses Phänomen, dass zwei Mengen die gleiche Mächtigkeit haben, obwohl die eine Menge eine echte Teilmenge der anderen Menge ist, das gibt es natürlich tatsächlich nur bei unendlichen Mengen. Und wir kommen dann auch schon zur Definition. Wir definieren. Zwei Mengen x und y heißen gleichmächtig, wenn jedem Element aus x genau ein Element aus y zugeordnet werden kann und umgekehrt. Und man schreibt in diesem Fall, dass die Menge x gleichmächtig ist zur Menge von y, jeweils mit diesen beiden Betragsstrichen. Und im Falle der endlichen Mengen gilt, dass zwei endliche Mengen gleichmächtig sind, wenn sie die gleiche Anzahl an Elementen besitzen. Das ist kein Widerspruch zur vorherigen Definition, das ist nur halt für diesen Spezialfall eine direkte Folgerung aus der Definition. Nachdem wir jetzt Mengen miteinander vergleichen können, kommen wir jetzt mal zu Operationen, die man auf Mengen ausführen kann. Und als erstes Beispiel betrachten wir die Potenzmenge. Und dazu starten wir einfach mal mit dem folgenden Menü hier. Wir stellen uns vor, wir können in der Mensa bei uns ein Menü folgende drei Sachen finden. Currywurst, Pommes und Pudding. Und die Frage ist jetzt, auf welche Möglichkeiten haben wir, wenn wir da essen wollen, uns ein Mittagessen zusammenzustellen? Was können wir da tun? Offensichtlich haben wir da mehrere Optionen. Erste Möglichkeit ist, wir essen gar nichts, leere Menge. Oder aber, wir nehmen nur die Currywurst. Oder nur den Pudding. Oder Pudding und Pommes. Oder aber alles, Currywurst, Pommes, Pudding. All das sind Möglichkeiten, wie wir unser Essen zusammenstellen können. Und das, was wir eigentlich an dieser Stelle hergestellt haben, ist, wir haben die Menge aller möglichen Teilmengen unseres Menüs betrachtet. Das heißt, wir haben ausgehend von unserem Menü mit diesen drei Elementen, eine Menge mit drei Elementen, haben wir überlegt, welche möglichen Teilmengen gibt es. Und diese möglichen Teilmengen kann man wieder in einer Menge zusammenfassen, so wie wir das hier getan haben, und die bilden dann die sogenannte Potenzmenge. Das ist die Menge aller Teilmengen einer Menge. Das ist also eine Menge, die andere Mengen als Element enthält. Und auch das können wir einmal formal definieren. Wir definieren die Potenzmenge als die Menge aller Teilmengen einer Menge x und bezeichnen sie mit p von x oder 2 hoch x. Und für den Fall, dass wir eine endliche Menge haben, da können wir dann tatsächlich die Anzahl der Elemente der Potenzmenge auch gut berechnen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Menge x haben mit n Elementen, dann hat die Potenzmenge 2 hoch n Elemente. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn wir eine Menge mit n Elementen haben und wir jetzt eine Teilmenge davon betrachten, dann kann für diese Teilmenge, müssen wir jedes Element der Ausgangsmenge angucken, und dieses Element kann entweder in der Teilmenge drin sein oder nicht. Dieses drin sein oder nicht sind zwei mögliche Auswahlen, die halt sein können. Und da es sich um n Elemente handelt, die jeweils drin sein können oder nicht, gibt es für jede mögliche Teilmenge 2 hoch n Möglichkeiten, wie die aussehen kann. Deswegen gibt es 2 hoch n mögliche Teilmengen. Kommen wir jetzt zu drei Operationen auf Mengen, die Sie vermutlich schon kennen. Das ist Vereinigung, Schnitt und Differenz. Und tatsächlich braucht man diese Operationen sehr häufig. Stellen Sie sich vor, Sie möchten auf eine Datenbank zugreifen und Sie möchten in der Datenbank alle Kunden finden mit einem hohen Vermögen oder einem hohen Monatseinkommen. Und diese Kunden möchten Sie vielleicht für eine Werbekampagne begeistern. Was Sie hier also brauchen ist, wenn Sie eine Menge haben aller Kunden mit hohem Vermögen und eine Menge an Kunden mit hohem Monatseinkommen, dann suchen Sie die Vereinigung, weil beide Gruppen sollen hier an der Stelle von der Werbung angesprochen werden und adressiert werden. Wenn wir das Ganze einmal mit Venn-Diagrammen angucken, für diese beiden Mengen A und B haben, dann ist die Vereinigung dieser beiden Mengen ist dann die Menge, die genau alle Elemente aus der Menge A und alle Elemente aus der Menge B zusammen enthält. Und wenn wir das formal definieren, definieren wir die Vereinigungsmenge x vereinigt y, zwei Mengen x und y, einfach als die Menge aller Elemente, die zu x oder zu y gehören.
oder beiden Mengen. Wichtig an der Stelle, dass dieses oder hier in der Mathematik ist typischerweise ein nicht exklusives oder. Das heißt, wenn beides erfüllt ist, ist die Aussage, die mit oder verknüpft ist, immer noch wahr. Die letzte Zeile sieht vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen einschüchternd aus. Deswegen gucken wir die nochmal genauer an. Auf der linken Seite steht Groß X vereinigt Groß Y und auf der rechten Seite die Definition. Und in der Definition steht, das ist die Menge aller klein x mit der Eigenschaft, dass, das ist dieser Strich, dieses klein x in der Menge Groß X liegt oder das klein x in der Menge Groß Y liegt. Das ist einfach das, was in der letzten Zeile steht. Gucken wir jetzt als nächstes die Operation Schnitt an. Die kennen Sie vermutlich auch schon. Und wir benutzen wieder das gleiche Beispiel. Wir gehen davon aus, Ihr Chef möchte Kunden adressieren und er möchte die Kunden adressieren diesmal, die sowohl ein hohes Vermögen haben als auch ein hohes Monatseinkommen. Das heißt, wenn wir von einer Menge ausgehen, aller Kunden mit hohem Vermögen und einer Menge mit hohem Monatseinkommen, dann brauchen wir jetzt den Schnitt. Das heißt, die Menge aller Elemente, die in diesen beiden Ausgangsmengen liegen, die sowohl ein hohes Vermögen als auch ein hohes Monatseinkommen haben. Den Schnitt kann man wie die Vereinigung sehr gut durch Venn-Diagramme visualisieren. Hier in unserem Beispiel, wenn wir den Schnitt von A und B betrachten, haben wir den einzigen Punkt, der gelb ist, der sowohl in A als auch in B liegt. Deswegen ist das der einzige Punkt, der im Schnitt liegt. Die Schnittmenge von A und B ist also hier der fettrot markierte Bereich. Gucken wir auch dazu wieder die formale Definition an. Die Schnittmenge x geschnitten y, zwei Mengen x und y, ist die Menge aller Elemente, die sowohl zu x als auch zu y gehören. Der einzige Unterschied in der Definition im Vergleich zur Vereinigung ist einfach, dass wir hier ein und statt ein oder stehen haben. Wir merken uns also, die logische Operation zum Schnitt ist das und, die logische Operation zur Vereinigung ist das oder. Kommen wir damit jetzt zum letzten Marketingbeispiel. Hier soll es um die Differenz von zwei Mengen gehen. Und an der Stelle suchen Sie aus der Datenbank alle Kunden mit hohem Vermögen und ohne Kredit. Das heißt, wir haben wieder zwei Mengen, die Kunden mit hohem Vermögen und die Mengen der Kunden mit Kredit. Und wir möchten alle die haben, die in der mit hohem Vermögen Menge liegen, aber nicht gleichzeitig in der Kreditmenge. Und die Operation, die dazu gehört, ist eben die Mengendifferenz. Und auch das sehen wir uns einmal wieder mit Venn-Diagrammen an. Wir nehmen wieder unsere beiden Mengen, A und B. Die haben das gemeinsame Element gelb hier an der Stelle. Und die Differenzmenge ist genau jetzt hier die fettrot markierte. Das heißt, die Menge aller Punkte, die zwei in A liegen, aber nicht gleichzeitig auch in B. Das ist einfach die Mengendifferenz. Und damit Sie sich daran gewöhnen, definieren wir das natürlich noch einmal formal. Wir sagen, die Differenzmenge x ohne y, zwei Mengen x und y, ist die Menge aller Elemente, die zu x, aber nicht zu y gehören. Und auch da gucken wir die letzte Zeile noch einmal gemeinsam an. Linke Seite des Gleichheitszeichens steht x ohne y, also mit einem Querstrich, das liest man ohne. Und auf der rechten Seite steht wieder, das ist die Menge aller kleinen x mit der Eigenschaft, dass klein x in groß x liegt und klein x nicht in groß y liegt. Und Sie sehen, wenn man die Definition einfach Schritt für Schritt durchgeht und liest, steckt da gar nicht so viel dahinter und dann verlieren Sie auch einen gewissen Schrecken, den Sie vielleicht am Anfang beim ersten Lesen haben. Wir kommen jetzt zur letzten Operation auf Mengen in diesem Video, dem kartesischen Produkt. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein Kartenspiel. Bei diesem Kartenspiel möchten Sie drei Farben vorsehen, einmal blau, einmal gelb, einmal purpur und jeweils zwei Symbole, Dreieck und Kreis. Wir haben Mengen für die Farben und Mengen für die Symbole. Wie kriegen wir eine Menge für die Karten hin? Das kartesische Produkt hat eine wichtige, sehr wichtige Anwendung im Bereich der Datenbanken. Trotzdem bin ich jetzt absichtlich mal weg von dem Datenbankbeispiel gegangen. Die Informatikerinnen und Informatiker unter Ihnen, die werden das in der Datenbankvorlesung sicher noch im Detail angucken. Gucken wir uns jetzt hier also einmal das sogenannte kartesische Produkt an, dieser beiden Mengen. Und wir machen das genau wie vorher mit Venn-Diagrammen. Das heißt, wir starten mit zwei Mengen, einmal mit der Menge A mit unseren drei Farben, blau, gelb und lila und unsere Menge B mit den Symbolen Rechteck und Dreieck. Was wir jetzt möchten ist, wir möchten eine neue Menge herstellen für unsere Karten, wo wir also die Kombination haben aus einer Farbe zusammen mit dem entsprechenden zugehörigen Symbol. Das ist die Idee. Fangen wir damit mal an. Wir nehmen also ein Blau von links zusammen mit einem Rechteck von rechts. Gelb von links, wieder mit dem Rechteck.
Wir bilden Paare daraus, jeweils aus einer Farbe von links und aus einem Symbol von rechts. Indem wir alle Paare gebildet haben mit dem Rechteck als zweite Komponente, bilden wir jetzt alle Paare mit dem Dreieck als zweite Komponente. Und diese Menge, die wir da jetzt erzeugt haben, das ist das sogenannte kartesische Produkt der Mengen Groß A und Groß B. Da haben wir die Menge aller Paare drin, bei denen der erste Eintrag eine Farbe ist, also ein Element der ersten Menge, und der zweite Eintrag das Symbol ist, also ein Element der zweiten Menge. Das ist die Idee bei dem kartesischen Produkt. Wir bilden einfach die Menge aller geordneten Paare. Wichtig an der Stelle ist, dass natürlich die Elemente in der Menge nicht geordnet sind, aber ein Element selber, ein Paar, das ist sehr wohl geordnet. Da steht zuerst ein Element aus der ersten Menge und dann als zweite Komponente ein Element der zweiten Menge. Wir haben das jetzt für endliche Mengen gesehen, aber das funktioniert genauso für unendliche Mengen. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, wir haben die Menge R. Diese Menge R wird typischerweise durch so einen Zahlenstrahl symbolisiert, so wie er hier zu sehen ist. Diese Menge R kann man aber auch nochmal dazu nehmen. Und wenn wir die jetzt 90 Grad versetzt anordnen und dann das kartesische Produkt bilden, dann bekommen wir genau das, was Sie auch sonst schon kennen, und zwar den sogenannten R². Das ist nichts anderes als das kartesische Produkt der reellen Zahlen mit sich selber. Das ist die Fläche, auf der Sie sonst Ihre Graphen zeichnen. Und das ist tatsächlich einfach nur ein kartesisches Produkt an dieser Stelle. Die Eigenschaften, die Sie aus dem Beispiel mit den endlichen Mengen kennen, bleiben hier genauso erhalten. Wir haben wieder die geordneten Paare. Es ist wichtig, was die erste und was die zweite Komponente ist. Und alle möglichen Paare, das ist genau unsere Ebene hier, R². Für beide Fälle kann man das natürlich wieder formal definieren. Da müssen wir auch nicht unterscheiden, ob das endlich oder unendlich ist. Wir definieren das kartesische Produkt x kreuz y, zwei Mengen x und y, ist die Menge aller Paare, klein x, klein y, wobei das klein x in der Menge groß x liegt und das klein y in der Menge groß y. Beziehungsweise formal steht es unten nochmal genauso drunter. Das war die ganz kurze Wiederholung zu Mengen, Beziehungen zwischen Mengen und Operationen auf Mengen.